Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Doom. Wir sind in der letzten Folge in der Gießerei, dem dritten Level des Spiels, angekommen und müssen hier nun eine Kernschmelze verhindern, die natürlich zur Folge hätte, dass auch wir draufgehen würden. Und wir werden in diesem Level einen interessanten Gegner treffen. Aber wir haben ja auch... What the fuck? Probieren wir gleich mal die neuen Raketen aus. Ihr seht schon, sie sind ziemlich cool. Es geht direkt zur Sache hier am Anfang der Folge. Mit cooler Musik noch dazu. Wo? Wo? Okay. Nimm das! Wie war das? Die sollen wir doch von oben... Ah, schade. Das hat nicht funktioniert. Gasleck entdeckt. Ich sehe dieses Gasleck schon. Wir müssen die vier Blutnester hier ausschalten. Und wie wir sehen, ist hier eins sehr in der Nähe. Was ich ein bisschen doof finde und auch nicht verstehen kann, ist, dass Sammelobjekte, die ich eingesammelt habe, auf der Map nicht als Orangefarben dargestellt werden, so wie diese hier. Dann würde man nämlich direkt sehen, dass wir sie eingesammelt haben. Und ich meine, das war früher auch so. Also keine Ahnung, warum das jetzt gerade nicht funktioniert. Aber vielleicht werde ich des Rätsels Lösung ja noch herausfinden. Was haben wir denn hier Feines? Achtung, Kerntemperatur wow. Steigt. Wow. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Da unten ist eine Elitewache, wie wir sehen. Wir müssen irgendwie da raufkommen. Vielleicht von da aus. Mal eben schauen. Ah ja, das geht ganz nach unten hier. Machen wir das erstmal. Wir müssen vorsichtig sein. Natürlich haben wir den Aufprallschutz mit dem Prätoranzug. Und das ist auch gut so. So nehmen wir viel... Da haben wir die Elitewache. So nehmen wir halt viel weniger Schaden. Es passt halt auch viel mehr zum Doom Marine. Dass er so mega, eine mega fette Panzerung hat. Es gab hier allerdings noch ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis müsste irgendwo da oben sein. Wir haben ja von diesem einen Raum, wo wir die Felddrohne gesehen haben, da haben wir auch eine Panzerung hinter einem Gitter gesehen. Und da müssen wir uns wahrscheinlich mal eben hier hochbewegen. Rück. So würden wir auch hier rüberkommen. Wen haben wir denn hier Feines? Ja, okay, klar. Wenn ich irgendwo Leute sehe, dann reiße ich auch als erstes deren Hände ab. Logisch. So. Hier haben wir die Rüstung. Sehr schön, Geheimnis gefunden. Wir müssen jetzt nochmal eben kurz in die Herausforderung gucken. Töte 3 Besessene mit einem explosiven Fass. Okay. Führe 3 Tod von oben Glory Kills bei besessenen Soldaten aus. Das dürfen wir wirklich nicht verpassen. Da müssen wir drauf achten. Dass wir das auch wirklich machen. Denn irgendwann gibt es vielleicht keine besessenen Soldaten mehr. Und dann können wir das nicht mehr schaffen. Ist da drüben ein Imp? Ist da drüben tatsächlich ein Imp? Wo kommst du denn auf einmal her? Naja, es ist egal, wo du herkamst. Du bist tot. Wie komme ich denn jetzt eigentlich da wieder rüber? Okay. Das tat ein ganz klein wenig weh. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier falsch bin. Hier ist so viel Lava. Ich habe Angst. Ich muss hier weg. Kommt man da raus? Nee, da kamen wir her. Kann man das aufmachen? Why? Warum kann ich es nicht aufmachen? Wir müssen irgendwie da wieder hochkommen. Kann es sein, dass ich vielleicht von hier aus... Wir probieren es mal. Nehmen wir den ganz normalen Weg. Was wir leider zu diesem Stand des Spiels noch nicht haben, ist der Doppelsprung. Der Doppelsprung ist schon... Von da aus wird das nicht klappen. Ah, okay, es klappt. Sehr schön. Jetzt müssen wir dieses Gasleck stopfen. Und wir haben schon gesehen, was ist denn das da? Aha. Forensikbericht.
Jesus Christ. Habt ihr diese Kreatur gesehen? Und das ist genau der Feind, den ich meinte. Das ist der Hell Knight. Eine Kreatur, die es seit Doom 2 gibt. In Doom 1 gab es den Baron of Hell, der im Prinzip der Ursprung des Hell Knights ist. Denn der Hell Knight, der in Doom 2 dazu kam, sah genauso aus wie der Baron of Hell, nur mit einer anderen Farbgebung und war schwächer. Das heißt, der Baron of Hell ist die wesentlich stärkere Variante des Hell Knight. Aber trotzdem war der Hell Knight immer sehr furchteinflößend. Wenn er kam, dann musste man sich wirklich in Acht nehmen. Und in Doom 3 war der Hell Knight eigentlich das Monster schlechthin. Er war riesig, er war ein Dämonenpanzer. Und jedes Mal, wenn er kam und sich bewegte, bebte die Erde. Die Hell Knights hier in Doom 4, beziehungsweise in dem Doom Reboot, sind etwas weniger gefährlich, aber haben trotzdem nichts von ihrer Statur eingebüßt, denn die ist sehr angelehnt an die Hell Knight Version aus Doom 3. Batschehändchen. Zugang gestattet. Geil. Und das hat jetzt das Gasleck gestoppt, Gasleck, ja? Gasleck versiegelt. Okay. Ja. Man hat natürlich etwas Respekt davor, dass der Hell Knight hier auftauchen könnte. Hier ist das Blutnest. Und hier sind keine Besessenen, was schade ist. Gott. Da tropft ja noch. Kann mal einer das Leck stopfen? Also genau wie auf der USG Ishimura wäre ich hier auch nicht gerne die Putzfrau. Das ist schon eine harte Branche. Das muss man wirklich mal sagen. Zerstören wir das erste Blutnest. So, Freunde. Freunde der Nacht. Wow. Okay. Sturmgewehr. Was ist das? Was ist das für eine Kreatur? Habt ihr das Ding gesehen? Hallo, Mr. Strahlehand. Wow. Fuck. Die haben so eine Art Laser an der Hand. Höllenschinder. The fuck? Ich hab das für dich. Dämonische Bedrohung reduziert um 25%. Danke für diese Ansage. Du könntest vielleicht auch mal irgendwie anderweitig ein bisschen mithelfen. Was für ein Monster. Das war wirklich interessant. Schauen wir uns das Ganze mal an, der Höllenschinder. Der Höllenschinder ist ein kluger und taktisch geschickter Gegner, der Feinde aus der Entfernung mit einem mächtigen Strahl roher Höllenenergie angreift. Der Strahl tritt aus einem armartigen Fortsatz aus, der aus Knorpel und anderen knöchernen Gewebe besteht. Durch Zusammenziehen des Knorpelmaterials kann der Höllenschinder seinen Energiestrahl zu einem einzelnen Schuss bündeln, der alles vernichtet, was sich in seiner Schussbahn befindet. Also der sieht für mich aus wie ein Besessener, der ja zu einem Dämon geworden ist, beziehungsweise die nächste Evolutionsstufe erreicht hat. Das ist auf jeden Fall krass. Krass, wirklich krass. Hier haben wir zwei Punkte, die wir vergeben könnten. Da will ich aber aktuell nichts vergeben, das will ich eher sparen. Hier, was ich euch im Kodex noch zeigen wollte. Man sieht hier schon grob, wie viele Monster es gibt zum Beispiel und wie viele Waffen und so weiter, beziehungsweise wie viele Einträge. Manche Monster haben ja zum Beispiel 3 Einträge, da muss man dann 3 zählen oder manche haben 2. Also das ist so ein guter Ansatz dafür zu sehen, okay, wie viele Monster kommen da eigentlich noch, wie viele verschiedene. Und Doom wartet da mit einer ganzen Palette von Monstern auf. Hallo? Das kann ich auch. Ja, was machst du denn da? Du musst auch schneller zielen. Das nützt nichts, wenn du nur so eine fette Wumme hast. Du musst auch damit umgehen können. So ist es auch mit anderen Dingen. Shotgun. Die Gießerei ist wirklich fett, ey, wenn man sich das mal hier so anguckt. Wahnsinn. Warum können wir denn hier nicht lang? Notfallsperrung. Können wir nicht öffnen. Really? Wie mies ist das denn? Stellt euch mal vor, ihr seid neu.
auf der Marsstation hier. Und dann ist da so ein Loch im Boden. Und da steht nicht mal ein scheiß Warnschild, nicht mal ein Vorsicht vor Ausrutschen-Schild. Ja. Kein Wunder, dass hier alle Leute sterben. Sicherheitsstufe blau. Wir haben keine blaue Schlüsselkarte. Wo gehen wir? Wir gehen mal als erstes hier lang. Thank you. Okay, interessant. Das ist Sicherheitsstufe gelb. Was war... Okay. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es hier ständig irgendwo explodieren wird. Man ist natürlich etwas aufgeregt, weil man genauestens weiß, dass irgendwo hier ein Hell Knight in der Nähe ist. Nein! Monster! Und so schnell ist es aus. The fuck? Die sind wesentlich schneller als ihre Brüder. Als ihre Brüder, die wir kennen aus Doom 3, da waren die Hell Knights eher langsam, die hatten mehr Leben und die waren auch eigentlich furchteinflößend. Aber die hier, die tauchen auf einmal neben einem auf. Okay. Wow! Bams! Der Höllenritter. So ein fettes Vieh, ey. Geh kaputt, Schild! Okay, er will nicht. Oh, da habe ich gerade zum ersten Mal tatsächlich die Plasma Rifle eingesetzt. Heftig. Der Höllenritter. Ihr habt gesehen, wie viel der aushält. Wahnsinn einfach nur. Gehen wir mal direkt rein. Ja. Der hat so einen knorpelähnlichen Kopf hier irgendwie. Also er hat gar kein Auge. Sehr merkwürdig. Außerdem hat er auch keine Genitalien. Der Höllenritter ist ein riesenhaftes Monster, das in den Tiefen der Hölle für den Kampf geschaffen wurde. Die schrecklichen Bestien sind die Gladiatoren der Dämonenhorde. Sie stampfen unnachgiebig auf ihre Feinde zu und schlagen dabei mit ihren massigen Fäusten auf den Boden. Dadurch erzeugen sie Schockwellen, die Gegner ins Straucheln bringen, sodass sie für die Nahkampfangriffe der Ritter verwundbar werden. Dank seiner starken Beine kann der Höllenritter auch problemlos über große Distanzen springen und so rasch zu seinen Gegnern aufschließen. Das wird ein Spaß mit denen, könnt ihr mir glauben. Aber eine Sache muss man ja sagen, da er keinen Schwanz hat, kann er sich wenigstens nicht fortpflanzen. Geil. Tötet es, bevor es Eier legt. Ist die Frage, will ich da oben hin? Kann ich da oben hin? Es sieht irgendwie erstmal nicht danach aus. Wir werden irgendwann da oben hinkommen. Aber solange zum Beispiel das Leck da oben nicht gestopft ist, wird das vermutlich eher nichts. Gehen wir mal hier unten lang. Wo brauche ich denn die gelbe Keycard für? Was haben wir hier zum Beispiel? Hier geht es weiter nach unten. Was sagt unsere Karte dazu? Wir sehen hier immer jeweils die Sperrungen für eine bestimmte Sicherheitsstufe. Gelb sehe ich hier jetzt zum Beispiel noch gar nicht. Noch nirgendwo. Okay. Ich habe eine Idee. Leute. Nein. Kommt mal alle her. Kommt mal her. Kommt mal her. Kommt mal her. Ja. Das hat immerhin die Herausforderung beendet, auch wenn ich mich dabei fast selbst getötet habe.
Hier gibt es immer ein bisschen Leben dazu. Ich kann auch sogar wieder da hoch. Was haben wir hier Feines? Wir haben ein Datenpad. Monster Inn. Oh, das hat mir nicht mal Schaden gemacht, komischerweise. Ich versuche gerade wenigstens ein bisschen an Leben zu kommen. Was haben wir hier hinten noch? Hier geht es wieder nach oben. Ah, das war der gleiche Eingang, okay. Au! Ich hab dich extra hochkommen lassen! Und du tötest mich fast! Naja gut, das war etwas übertrieben. Ich überlege gerade, ob ich tatsächlich den Untertitel ausstelle. Weil er mich gerade ein bisschen nervt. Der kommt da die ganze Zeit irgendwie hoch und das ist irgendwie seltsam, denn wir hören ja gar nichts. Wir haben einen neuen Imp-Eintrag bekommen. Trotz ihrer niederen Stellung innerhalb der Dämonenrangordnung und ihrer schier endlosen Zahl legen Imps im Kampf sehr eigene Charakteristika an den Tag. Einige kämpfen am liebsten von erhöhter Position aus, während andere auf die Gegner zustürmen und ihre messerscharfen Klauen in die Feinde schlagen. Mauern und andere Hindernisse können Imps nicht aufhalten, da diese sehr hoch springen und sich an praktisch jeder Oberfläche festhalten können. Imps sind in der Lage, Höllenenergie durch ihre Hände zu kanalisieren und daraus Projektile zu formen. Während der Kanalisierung werden Partikel in der Luft und anderer Schutt in den Energiewirbel gesogen, sodass ein kompakter, extrem heißer Feuerball entsteht. Die Art ihrer Angriffe legt die Vermutung nahe, dass es sich bei Imps um eine niedere Form des Summoners handelt. Aha. Wer ist denn jetzt schon wieder der Summoner? Das werden wir sehen. Der Summoner ist ein extrem nerviger Dämon, der auf jeden Fall gefokusfeiert werden muss. Ansonsten hat man es mit einer Horde an Dämonen in kürzester Zeit zu tun. Und das können wir nicht gebrauchen. Wo kommst du denn auf einmal her? Yeah, das war tot von oben. Das kann ich auch gerne noch ein paar Mal machen. Zum Beispiel. So! Und dabei fast sterben. Ich mache das Ganze nochmal. Und damit haben wir die Herausforderung geschafft. Wonach klingt das hier? Es klang eben so, als würde da irgendetwas kommen. Irgendetwas verdammt Großes. Guckt euch einfach mal das hier an. Das ist einfach so heftig. Rüber zum Blutnest. Und zerstören. Die sind schon mal weg. Ich falle ich mir so. Die Mini-Raketen rocken einfach so die Bude, ey. Sehr geil. Damit haben wir. Bedrohung reduziert um 50%. Danke. Sehr vielen Dank. Genau das wollte ich sagen. Da hinten ist tatsächlich eine Rüstung. Junge, Junge. Muss man aber wirklich ganz vorsichtig sein. Können wir da ganz normal rüberspringen? Ja. Aha. Hier kommen wir also tatsächlich zu diesem Holopad, beziehungsweise zu diesem Graphpad, was einen... Was soll das denn? Was einen nach oben bringt. Leg dich mit jemand anderes an! Und dabei hat er nur meine genervte Version abbekommen.
Die mit der Pistole. Sehr schön. Als nächstes können wir uns theoretisch um das Blutnest da hinten kümmern. Und dafür müssen wir nichts weiter tun, als über diesen Steg rüber. Kerntemperatur steigt. Hier ist, by the way, der Hebel für das nächste klassische Level. Was da vorne sein müsste. Oha! Haben die sich irgendwie selbst erledigt oder was haben die gemacht? Geil! Da haben wir die nächste Argent-Zelle. Und auch hier können wir wieder entscheiden: Gesundheit, Schild oder Munition, und diesmal werden wir in Richtung Munition gehen und können da nun grundlegend überall mehr aufnehmen. Wir hatten ja bei der Shotgun vorher 20 Schuss maximal, jetzt haben wir 30, und das ist schon gut, weil es nicht gerade weniger Dämonen werden und die auch nicht weniger schwächer werden, also hat man da eben mehr Durchhaltevermögen durch die ganze Munition. Hier haben wir das Classic Level. Klassische Karten Atomkraft, ja. Immer wieder den Explosivschuss aufnehmen. Ich liebe diese klassischen Komponenten auf jeden Fall. Ich habe Doom ja früher wirklich gesuchtet. Sehr viel gespielt. Und ich fand auch damals zum Beispiel den Soundtrack schon richtig geil. Ja. Und er wechselt wieder. Und er wechselt und er wechselt wieder. So, als nächstes sehen wir hier eine gelbe Tür. Die müssten wir allerdings aufkriegen. Denn wir haben ja Gott sei Dank schon die gelbe Keycard. What? Shit the fuck. Denken Sie dir. Dieses Mistkind. Konzentration. Wie hinterhältig war das denn bitte? Wie kann sich ein Höllenritter, eine so fette Kreatur, denn so heransneaken? Ich habe meinen Bildschirm angespuckt. UAC-Personal Samuel Hayden. Samuel Hayden ist der Vorsitzende der UAC. Er ist Teil der wohlhabenden und mächtigen Familie Hayden und absolvierte einen Masterstudiengang in theoretischer Physik an der Universität von Oxford. Er bewies dabei in verschiedenen Feldern herausragendes Talent, darunter Thermodynamik, elektromagnetische Theorie und Atomwissenschaft. In jungen Jahren gründete er die Samuel Hayden Stiftung, eine wohltätige Organisation, die junge Wissenschaftstalente und wissenschaftliche Programme in Schulen und Universitäten fördern sollte. Sein beeindruckender Intellekt machte ihn zu einem der wichtigsten Ziele der UAC, die ihn kurz nach seiner Ernennung zum Generaldirektor des Weltwissenschaftsrats bei sich ernannte. Nur wenige Monate nach der Entdeckung des Argent-Bruchs übernahm Samuel die Führung der UAC und leitete umgehend den Bau des Argent-Towers ein. Während sich der Tower im Bau befand, wurde bei Samuel ein inoperabler Hirntumor der Stufe 4 festgestellt. Man gab ihm noch 6 Monate zu leben. Diese Zeit nutzte er, um eine radikale Lösung für sein tödliches Problem zu finden. Kybernetische Übertragung. Und das ist mit ihm passiert. Also man kann sagen, auch wenn Olivia Pierce offenbar diejenige ist, die diese Dämonen hier direkt reingeholt hat, er hat den Argent-Bruch untersucht und die Argent-Energie erforscht. Also ist er auf jeden Fall mit schuld. Nein! Nicht noch einer! Ja, genau, nimm die Pistole! Wo ist der Höllenritter?
Granate! Der stirbt nicht! Schätze, er stirbt doch. By the way, hatte das Munitionsupgraden auch zur Folge, dass wir jetzt vier Sprit-Einheiten für die Kettensäge aufsammeln können, statt vorher drei. Auch das ist besonders gut. Wir haben von unserer Kampfwertung jetzt schon fast drei Punkte erhalten für Waffentalente. Auch das ist sehr gut. Da oben ist irgendwie ein Secret. Wir müssen jetzt mal eben gucken, wo... Aha! In diesem Container. Kerntemperatur steigt. Ja, ich merke das schon. Ich liebe diese Raketen, ne? Das ist echt, es ist echt der Hammer. Wo denn? Da! Sag doch ein Wort, Mensch! Jeder kriegt die Beachtung, wenn er sie will. Oh, fuck! Wow. Das ist echt die Härte, ey, diese Hell Knights. Die morische Bedrohung reduziert um 75%. Ich weiß nicht, ich krieg da einfach immer mega den Schauer über den Rücken, wenn so ein Hell Knight auftaucht. Automap. Sehr gut. Damit können wir dann eben auch den Rest des Levels sehen. Und ihr seht, wir haben eigentlich schon große Teile tatsächlich geschafft. Hier hinten gibt es dann nachher noch den Bereich, wo wir dann zum Ende hingehen müssen. Wir müssen noch ein Sammlerstück finden, zwei Elite-Wachen. Wovon eine offenbar hier oben irgendwo steckt. Müssen wir mal gucken, wie wir da dran kommen. Ansonsten haben wir den Rest hier eigentlich schon gefunden. Hier hinten ist auch noch ein Sammlerobjekt, wie ich gerade sehe. Da sind wir auch noch nicht rangekommen. Aber ansonsten sieht das schon ganz gut aus hier, muss man sagen. Codex-Eintrag freigeschaltet, die Gießerei. Glückwunsch, Fürsprecher. Wenn Sie diese Nachricht lesen, wurden Sie ins Gießerei-Ressourcenprogramm befördert. Haben wir das nicht schon? Das haben wir doch schon. Aber das haben wir noch nicht. Wir hatten den ersten Eintrag noch nicht. Die Gießerei, ein Teil der Ressourcenoperation, den ersten Mars-Außenposten, verarbeitet die gesamten schweren Elemente, die in der umliegenden Marslandschaft und rund um den Argentbruch abgebaut werden. Die Veredelung von Argentplasma erfordert große Mengen von Übergangsmetallen und Edelgasen. Daher ist ein zentraler Ort unerlässlich, der systematisch gereinigt und dekontaminiert werden kann, um die Produktion von Argent-Energie so effizient wie möglich zu halten. Aus diesem Grund gilt dieser Bereich als Gefahrengebiet und alle UAC-Angestellten müssen sich regelmäßig medizinischen Untersuchungen unterziehen, um sicherzustellen, dass ihre Produktionskapazitäten nicht durch die Umgebung geschwächt werden. Die Anzahl der Todesfälle aufgrund von Betriebsunfällen in der US-Gießerei ist seit MTC 2146 drastisch zurückgegangen. Zu diesem Zeitpunkt wurden neue UAC-Sicherheitsprotokolle eingeführt, die vorschreiben, dass Mitarbeiter die gefährlichen Stoffen ausgesetzt waren, zwecks Reinigung, Umerziehung und falls möglich Wiedereingliederung sofort in die Lazarus-Labore geschickt werden. Infolge dieser neuen Protokolle sind die offiziell gemeldeten Todesfälle auf ein vernachlässigbares Maß zurückgegangen. Auf ein vernachlässigbares Maß zurückgegangen. Was soll denn die Scheißformulierung? Das klingt nicht gerade menschlich, wenn ihr mich fragt. Und da haben wir endlich die Sicherheitsstufe Blau. Die wir brauchen. Wo ist aber jetzt diese nächste Wache, die noch fehlt? Hier geht es nach unten, klar. Da. Hm,
drehen. Hier vorne irgendwo. Da unten irgendwo ist die Wache. Und ich habe sie interessanterweise überhaupt nicht gesehen. Die ist hier über mir. But how the hell do I get there? Aha. So viel zu dem Thema. Meistens kann man sich tatsächlich recht leicht zusammenreimen, wie man an ein Secret kommt. Also das ist jetzt nicht übertrieben schwer gestaltet, was ich ziemlich gut finde. Und es belohnt halt trotzdem dieses Erkunden der Level. Erkundungsgegenstände tauchen automatisch auf der Automap auf. Ja. Und das ist richtig geil, denn jetzt können wir da nichts mehr verpassen. Und das ist auch besonders gut. Wir sehen jetzt alles. Nicht nur die Erkundungsgegenstände, bei denen wir uns irgendwie in der Nähe befunden haben, sondern zum Beispiel auch die hier ganz hinten. Ja. Und so übersieht man nichts. Und das ist sehr gut. So. Wagen wir nun den Abstieg, da wir jetzt auch diese Elite-Wache gefunden haben. Puh. Der Hell Knight, ja. Wie findet ihr denn den Hell Knight? Ich finde ihn beeindruckend. Aber keine Sorge. Das ist erst das dritte Level und ihr könnt mir glauben, in Doom werden noch viel fettere Viecher kommen. Da solltet ihr euch wirklich dringend Sorgen um uns machen. Da. Schade, ich habe schon Max. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wo war denn da das Sammlerobjekt? Das haben wir doch gar nicht aufgehoben, oder? Hier ist irgendwo ein Sammlerobjekt. Aha. Aha. Puh, ganz schön heiß hier. Und dadurch haben wir jetzt eben unseren zweiten, beziehungsweise unseren dritten Waffenpunkt erhalten, durch die Herausforderung. Mit ihrer Hilfe werden wir einen Paradigmenwechsel. Und da ist das letzte Blutnest. Ich würde sagen, los geht's! Der greift mich an. Die Plasma Rifle. Fucking hell! Dämonenpräsenz auf minimal reduziert. Abriegelung aufgehoben. Ihr habt gesehen, die Plasma Rifle. Die Plasma Rifle ist ziemlich krass. Das ist aber auch gut so. Haben wir hier jetzt noch irgendetwas übersehen, was wir aufsammeln müssten? Nein. Wir wären normalerweise von hier oben gekommen. Haben Sie schon das USC-Formular zu Unfalltod? Nämlich von hier. Ja. Geil. Das scheint dann wirklich nur den Feinden zu schädigen, wenn man bei denen einen Glory Kill ausführt. Umso besser. Was müssen wir jetzt hier noch machen? Es fehlt übrigens nur noch ein extra. Wir können jetzt tatsächlich zum Ende des Levels. Aber erstmal werden wir Waffenpunkte verteilen, denn davon haben wir gerade 8 Stück und das ist gewaltig viel. Gucken wir mal vorbei bei dem schweren Sturmgewehr. Reduziert die Munitionskosten von Mikroraketen, reduziert die Nachladezeit, aktiviere sofort die Mikroraketen, wenn sie bereit zum Feuern sind. Nachladezeit. Munitionskosten. Und mehr können wir uns tatsächlich gar nicht leisten. Doch hier. Reduziert die Aufladezeit für die Aufgabe. Reduziert die Nachladezeit zwischen den Salven. Sehr nice.
Thank you. Also wenn man sich ein bisschen anstrengt in den Levels, dann kann man auf jeden Fall sehr, sehr viele Waffenpunkte bekommen. Beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um das Finale der Gießerei und gucken mal, wo wir dann landen. Auf jeden Fall wird es Höllenritter geben. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.